Der Kollege Professor Dr. Sensburg für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir zuerst Herrn Minister Maas zu danken und Innenminister de Maizière für die guten Gesetze, die Sie vorgelegt haben und die wir jetzt in erster Beratung debattieren. Wichtig ist, dass wir eine Chance haben, im parlamentarischen Raum uns die Gesetze anzugucken, vielleicht noch Ideen einzubringen. Ich sage da gleich etwas zu. Aber festzustellen an dieser Stelle, dass Fußfesseln funktionieren, dass sie gehen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil das ja schon teilweise bestritten wird. Wir sehen zurzeit, es ist gerade vom Kollegen Fechner gesagt worden, an 100 Fällen, dass Fußfesseln technisch funktionieren, dass sie auch in der Praxis funktionieren und dass sie ein probates Mittel sind, um zu überprüfen, wo die entsprechenden Träger der Fußfesseln sich befinden. Und Kollege Ströble, ich glaube, Sie haben den Sinn und Zweck der Fußfessel falsch verstanden. Es geht nicht darum, eine Person, einen Ort zu fesseln, sondern es geht darum, die Möglichkeit zu haben, die Spreu vom Weizen zu trennen, wer sich an entsprechende Auflagen hält, wer sich an bestimmte Regelungen hält, die aufgegeben sind, und wer eben nicht. Wenn Sie wissen, dass für die Überwachung eines Gefährders 24 Stunden, sonst macht die Überwachung eines Gefährders ja keinen Sinn, bis zu 30 Polizeibeamte benötigt werden, dann weiß man, dass man nach Mitteln und Wegen sucht, die erstens ein weniger intensiver Eingriff sind. Wenn Sie nämlich 30 Polizeibeamte 24 Stunden um sich herum haben in der Überwachung eines Gefährders, dann halte ich das auch für einen Grundrechtseingriff. Und dann glaube ich, dass die Fußfessel ein sehr probates Mittel ist, um zu überprüfen, ob diejenigen, die sich an die Auflagen halten, nachdem sie verurteilt worden sind, nachdem sie nach 2 Jahren wieder in Freiheit gekommen sind, dass man die mit weniger polizeilichem Aufwand auch überwachen kann. Aber diejenigen, die wiederholt und regelmäßig die Auflagen brechen, die reisen, die muss man intensiv in polizeiliche Beobachtung nehmen. Und dafür ist die Fußfessel ein probates und taugliches Mittel. Minister Maas hat das gerade dargestellt. Ich glaube, dass wir auch etwas weiter noch denken müssen, und das sei im parlamentarischen Raum auch erlaubt. Wir wollen die Fußfessel auf terroristische Betätigung ausdehnen, über die Maße, in denen sie schon geregelt ist. Warum regeln wir sie nicht auch weiter im Bereich des Rechts- und Linksterrorismus? Diejenigen, die für linksextremistische Taten beispielsweise 2, vielleicht 3, vielleicht 4 Jahre verurteilt worden sind, die dann nach Verbüßung der Freiheitsstrafe wieder unterwegs sind, gleiches Gedankengut propagieren, Polizeibeamte eingreifen, staatliche Institutionen angreifen. Bei denen würde ich auch drüber nachdenken, ob eine Fußfessel nicht ein probates Mittel ist, um zu überprüfen, ob sie wieder zu entsprechenden Veranstaltungen, zum Beispiel nach Berlin zum 1. Mai reisen. Das Gleiche gilt. Ja, meine Damen und Herren von den Grünen, das ist schön, dass Sie gerade lachen, wenn es um Linksextremismus geht, wenn es um Angriffe auf Polizeibeamte geht. Ich wollte gerade sagen, das Gleiche gilt für mich bei rechtsextremistischen Straftaten. Ich halte es für unsäglich, wenn Rechtsextremisten, die Menschen verletzt haben, die Gewalttaten begangen haben, nach 2, 3 Jahren wieder rauskommen und dann wieder genau das Gleiche verursachen. Und diese Person würde ich auch gerne auf den Schirm nehmen. Es geht über den Gesetzesentwurf hinaus. Aber es ist schon klar, meine Damen und Herren, gerade von den Grünen, dass Sie in dem Fall wieder laut schreien, wenn es um rechtsextremistische und linksextremistische Straftaten geht. Kollege Sensburg, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen? Ich würde es gerne im Zusammenhang machen. Die Kurzintervention wird ja kommen. Dann können wir noch unsere Gedanken austauschen, Herr Kollege von Notz. Weil ich wollte gerade auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, den der Kollege Ströbele ebenso schön angesprochen hat. Und da geht es mir um das Thema Verhältnismäßigkeit, nämlich die Verhältnismäßigkeit von staatlichen Eingriffen und Grundrechtseingriffen. Die muss gewahrt sein. Das ist mit der Fußfessel als sehr mildes Mittel gewahrt. Ich hätte mir eigentlich bei Frau Jelpke noch erwartet, dass noch die Diskussion kommt, ob die Fußfessel bei den verurteilten Tätern nicht am Bein reibt und dass das nicht ein unzulässiger Menschenrechtseingriff ist. Sie haben immer die Täter im Blick. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir müssen auch mal die Opfer im Blick haben. Und wenn wir uns die Opfer mal vom unsäglichen Anschlag hier in Berlin anschauen, da wäre es möglich gewesen, nach meiner Meinung, hätten wir die Fußfessel in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Als wir am 28. Oktober von der Stadtverwaltung Köln die Meldung hatten, Tunesien erkennt die Staatsbürgerschaft an,
Und die Meldung an das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen kam von der Stadtverwaltung Köln. Da hätte man klar gewusst, die Person bleibt. Die Fußfessel hätte den genauen Ort bekannt gegeben. Und von daher sind Fußfesseln probate Mittel, verhältnismäßige Mittel. Und wir werden in Nordrhein-Westfalen aufarbeiten müssen, warum das Innenministerium, was die Erkenntnisse der Stadtverwaltung Köln hatte, im Grunde Anis Amri nicht auf dem Schirm hatte, mehrere Monate sich keine Gedanken gemacht hat. Da hätte ich den Wunsch gehabt, dass Innenminister Jäger ganz deutlich agiert hätte bei Anis Amri. Beide Seiten, repressiv, das, was wir uns hier angucken, also die Strafverfolgung, aber auch präventives Handeln ist wichtig. Und da wird es darauf ankommen, ob neben dem Gesetz, was wir ja gleich diskutieren, der Veränderung im Bundeskriminalamtgesetz für die Ebene Bund, auch die Länder ihre Hausaufgaben machen. Ob sie nicht nur sagen, wir wollen Gefährder auf dem Schirm haben, oder ob die Bundesländer auch nachziehen, eine entsprechend probate und vernünftige Lösung zu finden und deswegen in den Polizeigesetzen auch die Überwachung von Gefährdern mit Fußfesseln regeln. Nochmal. Wir haben eine Vielzahl von Gefährdern in Deutschland, das ist unbestritten. Wir werden auch tendenziell immer mehr bekommen, die strafrechtlich verurteilt worden sind. All diese werden zu einem nicht unerheblichen Teil ihr Gedankengut nicht über Bord werfen, sondern werden wieder Gefährdungen darstellen. Und wenn der Rechtsstaat da nicht die Bürger schützt, dann, glaube ich, versagt er. Und die Fußfessel ist ein probates Mittel, ein geringer Eingriff im Verhältnis zu den Gefährdungen, die diese Personen darstellen. Und von daher kann ich nur dafür plädieren, dass wir im parlamentarischen Raum diese beiden guten Gesetzesentwürfe, die von Justizminister Maas und vom Innenminister de Maizière gemeinsam diskutieren, eine gute Lösung finden zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger. Und da rufe ich gerade die Fraktionen Bündnis 90, die Grünen und die Linke auf zu, denn sie haben doch teilweise leider ein etwas gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat. Das muss ich hier heute wieder feststellen. Danke. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell.